Esther. Ahora bien, aconteció en los días de Azuero, es decir, el Azuero que reinaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 distritos jurisdiccionales que en aquellos días, estando el rey Azuero sentado sobre su trono real que estaba en Susa, el castillo, en el tercer año de su reinar, él celebró un banquete para todos sus príncipes y sus siervos. La fuerza militar de Persia y Media, los nobles y los príncipes de los distritos jurisdiccionales delante de él. Cuando mostró las riquezas de su glorioso reino y la honra de la hermosura de su grandeza, por muchos días, 180 días. Also, zu Beginn wird in Esther geschildert, wie stark sich der Mann identifiziert hat als Mittelpunkt des sehnsüchtigen Verlangens, als Repräsentant der Menschheit. Verstehst? Der König ladet ein. Er tut es mit Wohlwollen, spricht die Einladung aus und er bereitet viele schöne notwendige, also luxuriöse, schöne, prunkvolle, also vitalisierende, impulsgebende Geschenke vor. Sei es die beste Speise, der Glanz des Lebens, die Verzierung der Tafel, der königliche Palast, die schönen Menschen. Er bereitet alles vor. Und alles geht von diesem Mann aus, sozusagen. Er steht über alle Distrikte, also über die Justiz, Verwaltungsbezirke. Er ist zugleich König, zugleich Mann, zugleich liebevoller Partner, zugleich liebevoller väterlicher Führer über seine Krieger, über seine Statthalter, über alles, was sich auf der Erde bewegt, was wimmelt, über alles, was lebt sozusagen, über die Tiere, über die Frauen, über die Freunde. Er freut sich dieser Dinge. Und aus dieser großzügigen Haltung heraus fasst er den Entschluss, einmal alle gleichzeitig zu kongregieren, das heißt zu versammeln und diesen Glanz einmal auszukosten. Verstehst? Jetzt bimmelt plötzlich eine Glocke. Woher kommt das? Was ist das? Schön. Also Esther, der König lädt ein. Der König von Indien und Äthiopien und weiterer vieler Bezirksverwaltungsgerichte lädt zu Tisch. Freundlicherweise, verstehst du, nicht vor. Er lädt ein. Ich komme da leider nicht drauf. Also, das ist einmal das.